hier dran. Die halt immer wieder aufbauen, auffüllen, ne? Ja. Ich werde hier noch ein bisschen umbauen. Ich werde die mal von weiter oben kommen lassen, dass wir mehr anbauen können. Oder dass wir mehr reinfahren lassen können. Ja. Was ist, wenn ich da jetzt mittendrin einfach einen Waggon auf die Gleise packe und der dagegen fährt? Mach's bitte einfach nicht. Okay. Ey, wollen wir ein Spiel spielen? Du weißt nicht, wann dazu kommt. Und irgendwann, irgendwo, oi, 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 oi. Ey, cool. Genauso habe ich mir das gedacht. Ich will halt schneller haben. Müsste man vielleicht so ein Puffersystem hier aufbauen? Inwiefern? Ja, sonst hören die ja auf zu transportieren, wenn der Zug mal länger nicht da ist. Das heißt, theoretisch müsste es hier so ein kleines Lager geben. Aus Kisten vielleicht. Wo das Ganze gepuffert wird. Und wenn der Zug da ist, halt komplett rasend schnell entladen wird. Oder beladen. Weißt du, ich meine? Weil sagen wir mal, es ist wirklich 3, 4 Minuten weg, die Strecke, dass der Zug wirklich lange fahren muss, um anzukommen. Dann steht die ganze Zeit die Förderung. Weil die Lines komplett voll laufen. Und dafür braucht man dann ein Puffersystem. You know what I mean? Ja, theoretisch schon. Aber für die kleine Strecke braucht Na, das. hier doch nicht, nein. Das ist ja hier nur Spielkram. Ja, aber die lassen wir erstmal so. Allein schon, weil wir sie gebaut haben. Die bleibt so. Aber ich werde einfach mal mitfahren. Wann geht's denn weiter, Herr Schaffner? Warte. Es geht weiter. Ich warte. Warum fährt er denn nicht? Ah, jetzt. Wie ist die Fahrt? Ja, ganz angenehm. Einmal die Fahrscheine bitte. Ah, ich steige hier aus. Ey! Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Warum wolltest du jetzt mit dem Zug fahren? Ich noch ein paar Rohstoffe brauche, weil ich noch ein bisschen mehr bauen will. So. Wir fahren gleich ab. Ui, 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 ui. Jetzt aber schnell. Eine Zugfahrt, die ist lustig. Einmal die Fahrscheine bitte. Oh, ich muss hier raus. Uiuiui, das war ja knapp. Wir machen nur Scheiße. Ist doch egal. Ich finde das Zugfahren ganz witzig eigentlich. Ich auch. Ich will halt irgendwie richtig weite Strecken bauen. Können wir ja machen. So ein richtig krasses Zugsystem. Steine. Ich habe keine Steine. Haben wir irgendwo einen Stein vorkommen hier noch? Bestimmt irgendwo außerhalb der Mauern, ja, ich sehe es. Ja, bestimmt auch irgendwo innerhalb der Mauer. Aber du meinst das im Süden da, ne? Ja. Komm, ich nehme das einfach. Was soll's. Ja, bauen wir einfach mal. Wieso, was sitzen mit Stein machen? Das brauchen wir für Gleise. Achso, ja, stimmt. Hatte ja ganz viel Gleise im Inventar. Hat irgendwie nicht so geklappt. Ja, so viel waren es anscheinend dann doch nicht, oder? Ja, super. Ich habe richtig viele Ressourcen, Mann. Nice. Ich brauche ein paar Ressourcen. Und dann werde ich mal eine coole. Wobei, es ist
10 vor 11. Wir müssen eh gleich aufhören. Ich will aber noch nicht aufhören. Ich muss morgen aber zur Arbeit. Ich muss morgen auch zur Arbeit. Ist das hier eigentlich so ein kleines Wüstenstück hier einfach drin? Kann es sein, dass unsere Eisenproduktion relativ ins Stocken gerät? Ja. Nicht. Ja, mal gucken. Wo ist denn das Problem, mein Jungs? Ist zu wenig Ressourcen mittlerweile. Aber ich habe ja vorgesorgt. Ist einfach nur einfach mal alles dahin, ne? Was geht eigentlich? Na, krieg mal hin. Mal gucken, was alles steht. Geht eigentlich? Nee, die ganzen Rechten stehen fast alle. Tatsache. Schon abgebaut hier. Ja. Ja, also mein Job wäre jetzt eigentlich eine Produktionslinie aufbauen für Schienen. Ja, dann los. Ja, aber heute nicht mehr. Wirklich nicht mehr. Das ist. Muss ins Bett. Nein, Zug, fahr nicht ohne mich! Im fahrenden Zug noch aufgesprungen, ne? Wie im Western. Nice. Wie im Western. Also ein bisschen Angst, dass ich sterbe, aber nö, nicht mit dem Beritz. Tschüss. Dieser Zug ist echt geil. Kann ich über Schienen ein Tor bauen? Brauche ich halt Ziegelsteine, habe ich halt nicht. Ich habe halt nichts mehr, seitdem ich tot bin. Doch, die, da sind noch ein paar in den Dings. In den Kisten sind noch ein paar. Zug kommt. Ja, ich mein. Ja, ich mein. Ich habe keine Strommäste mehr. Bock, müssen Alle alle gleich rüberziehen. bereit. Alter, das ist gleich die Hölle. Aber das Problem wird sein, die hier werden am Ende überhaupt nichts mehr reinpacken, weil die vorne alles wegnehmen. Weiß. Also eigentlich müsstest du die so in Tragen, du müsstest so Teiler machen und dann jeden Waggon einzeln beliefern. Weiß, Also weiß. jede Line. Ja, ich weiß. Und das aus einem Puffersystem. Ich glaube, dann wäre es fast ideal. Und Ah, der ist voll hier. ja, das war. Nehmen wir es raus. Alter. Dreh durch, Junge! Dreh durch! Krass. Und tschüss. Vor allem, wir sind nacheinander klack, 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 klack.
Ah. Bereit. Ich werde mal da hinten in die Ecke gehen. Gucken, ob noch alles okay ist, weil so langsam werde ich ein bisschen nervös. Und? Ich bin noch nicht da, Moment. Au, au. Ich glaube, das sind nur die Roboter, die da piepen. Kann das sein? Nö. Was denn? Das sind nicht nur die Roboter. Ja, diese Fahrzeugsteuerung könnte man vielleicht noch ein bisschen optimieren, finde ich. Ja, finde ich auch. Okay, komm, wir machen jetzt Schluss. Nein, ich will noch nicht. Doch, wir machen jetzt Schluss. Was ist das hier? Was will er mir hier sagen? Soll er den benötigten Bauroboter? Tut doch gar nicht. Na egal. Hey, ist doch alles in Ordnung. Ja, weiß auch nicht, was er will. Jetzt muss ich noch mal hier runter und hier unten gucken, weil hier unten sind ja auch ständig bei gewesen. Vor allem, du kannst über die Dinger rübergehen, dann steht dran, wie viel Schaden die gewirkt haben insgesamt. Ist bestimmt ein bisschen mehr gewesen. Ja, manche haben zum Beispiel 1700. Manche haben halt nur 43 oder so. So, liebe Freunde, wir beenden jetzt hier die Folge. Nein! Doch, weil ich muss pennen. Es wird nichts sonst. Morgen. Was ist denn los bei dir? Hä? Wo kommen denn jetzt die ganzen Flaschen her? Was für Flaschen? Guck dir das mal bitte an. Die blauen? Ja. Oh, interessant. Ach so, weil wir eine rote benutzen gerade. Ja, wir benutzen gerade nur rote. Verstehe. Ah, guck mal hier. Siehst du, schön, dass ich mal hingelaufen bin? Weil der eine Turm hatte keine Munition mehr, der andere hatte 7, der hat nur noch 35. Oh, ein bisschen aufgefüllt jetzt wieder. Wir ersetzen einfach alles durch Laser. Alter, zeig mir mal die Stromproduktion. Ja, wir ersetzen einfach alles durch Laser. Ach so, ja gut, das macht Sinn. Aber wir sollten unsere Stromproduktion redundant aufbauen. You know what I mean. Naja. Nee. So, jetzt nehmen wir irgendwas mit Dings. Alter, zack, zack, zack. Vor allem, jetzt sollte es eigentlich relativ schnell laufen. So. Ich weiß, wir haben viel Mist gemacht die letzten Folgen, aber ich finde es trotzdem ganz witzig. Und immerhin haben wir eine Produktionsstrecke hier aufgebaut, nämlich hier unsere Motorlaufbahn. Wir haben so unsere kleine Eisenbahn aufgebaut, die können wir dann theoretisch nächstes Mal sinnvoll verwenden. Wir haben ein Tor gebaut, wir haben Lasertürme gebaut. Das war's auch schon. Also nicht so viel gemacht, aber nächstes Mal können wir zum Beispiel wirklich die Eisenbahn mal richtig cool verbauen. Was sagst du dazu? Ja, ich habe schon eine Idee. Ich kenne schon die Strecke. Okay, nice. Gut, dann würde ich Ich sagen, bis zum nächsten mich Mal. so weiß schon die Strecke. Sag tschüss. Aber wann ist denn das? Wann ist das nächste Mal? Weiß ich nicht, mal gucken. Morgen ist Mittwoch. Lass uns Donnerstag weiter aufnehmen. Donnerstag kann ich nicht, da bin ich in Celle. Echt? Was ist denn da? Ich hatte Nina am Geburtstag. Schon wieder? Ja, jedes Jahr einmal. Oh. Kam mir vor wie gestern. So, mach's gut, ciao, ciao. Tschö.